relativ dicht bei uns. Das ist Albert Winter, der total begeisterte Modellflieger und im Moment auf etwa 400, 450 Meter hoch. Klaus Lehnert, der testet jetzt mal kurz die Gurte durch Rumdrehen vor dem Display. Hat er sich richtig angeschnallt, hat er seine Checks ordentlich gemacht. Hinein ins erste Manöver. Senkrechter Aufgang, eine ganze Rolle im senkrechten Aufgang. Schauen Sie mal, die Gleichförmigkeit der Radien. Gleichförmigkeit der Bewegung, sauber, super sauber gestoppt in der Senkrechten. Jetzt geht es 45 Grad abwärts, anderthalb Rollen am Stück und mit beiden Maschinen simultan, synchron, wieder in die Horizontale zurückzugelangen. Nächster Aufgang, positiver Looping mit einer Rolle im Scheitelpunkt, Roll over top. Achtung, beide Rollen gleichzeitig in die gleiche Richtung, sind annähernd, simultan fertig. Schauen Sie mal. Wer ist welcher? Beide haben Smoke on. Albert Winter und Klaus Lehnert. Nächster Aufgang. Senkrechte Linie. Eine 1/1 Rolle im senkrechten Aufgang. Jetzt zu einem Turn über den linken Flügel. Kick, volles Gegenfährruder. Beide Flugzeuge rotieren um die Hochachse. Gleichzeitig, gleichsinnig. Meisterhaft geflogen von Albert Winter und dem amtierenden deutschen Meister im Motorkunstflug, Klaus Lehnert. So, nächste, etwas längere gerade Linie, 45 Grad aufwärts, anderthalb Rollen in die Lücke nach, positiven Halblooping in die Horizontale zurück und sofort nach Erreichen der Horizontale, Roll, Left Side, Albert Winter und Klaus Lehnert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können ermessen, wie viel Fingerspitzengefühl beide Piloten für dieses Synchron-Kunstflugprogramm auch in den Tag legen müssen. Wunderschön geflogen. Jetzt zu einem sogenannten Humpty-Bach. Im senkrechten Abgang wieder eine ganze gesteuerte Rolle. Und dann geht es nochmal hinein in einen Turn mit einer 3/4 gestochten Rolle im senkrechten Aufgang und wieder 90 Grad Crossbox. Das heißt, 90 Grad weg von der Ursprungsrichtung einzuleiten. 1, 2, 3. Haben Sie sowas an Präzision schon mal gesehen? So, steht, Kick ins linke Seitenruder, Turn fächert, senkrechter Abgang, die Fieselakäre meisterhaft vollendet und jetzt wieder mit einer 3/4 Rolle in Zeiten in der senkrechten, ins nächste Manöver, eine Abwandlung der sogenannten Kubanacht. Ja, und meine Damen und Herren, der Albert, der hört Sie, wenn es Ihnen gefällt, klatschen Sie doch schon mal geschwind. Albert, das ist schon mal ein Zwischenapplaus. Der hat natürlich jetzt keine Hand zum Winken frei, aber wir werden sie vermitteln. So, anderthalb Rollen, zwei Rollen in dieser Kubanacht und jetzt geht es hinein. Nochmals, in ein Manöver, da geht es senkrecht aufwärts. Nö, von wegen. Da bin ich irgendwo im Zettel verkommen. Die zweite Hälfte der Kubanacht, einer Figur von Len Covey, die im Jahr 1935 aus einer missglückten, gerissenen Rolle in einer 45 Grad Downhill-Linie geflogen hat. Ja, und diese Figur, eines der Standardmanöver im internationalen Motorkunstflug. Jetzt dabei der senkrechte Aufgang mit seiner 2-Zeiten-Rolle jeweils nach 180 Grad, ohne eine Orientierung nach oben, nur zur Seite rausschauen zu haben, hat Klaus Lehnert meisterhaft gestoppt und Albert Winter hat punktgenau auf dem Bruchteil einer Sekunde das gleiche Manöver eingeleitet. Jetzt Rolle in 4 Zeiten, simultan, jetzt eine Rolle in 2 Zeiten. Normalfluglage, Rückenfluglage und mit einer Doppelrolle beendet. Der Albert, der geht jetzt noch mal ganz kurz ins Solo-Display, während unser Kläuschen sich bereit macht. Ja, als Modellflieger, Jürgen, du weißt, wie schwierig das ist, ein solches Modell zu fliegen. Was macht er denn jetzt da? Ja, ist ganz einfach. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich vorstellen, der Albert steht unten am Boden und steuert sein Modell. Wenn das Modell auf ihn zukommt, sind einige Funktionen verkehrt rum. Er muss also komplett umdenken. Es gibt auch einige Manntragende, die es mal versucht haben und haben bei auf sich zufliegen große Probleme gehabt. Aber Albert, ein begnadeter Kunstflieger, nochmal zu den technischen Daten. Dieses Modell ist ausgerüstet mit einem Vierzimmer konstruiert. Es ist mittlerweile auch ein guter Freund geworden. Schaut sich jetzt mal an. Er fliegt eine Looping. Und in diesem Looping eine Rolle, einen Rollen-Looping. Und schauen Sie mal, wie exakt und sauber er jetzt gleich wieder rauskommt. Die Modellflieger werden oft beneidet von den Manntragenden, weil der Albert wird uns gleich noch Figuren hier vorfliegen, die Manntragenden noch nicht können. Aus einem ganz einfachen Grund, Gewicht-Leistungsverhältnis. Und Albert Winter, er hat das gemacht. Das ist absolut das Highlight, auch hier bei der Aero 2005. Und schauen Sie gleich mal an, er wird extrem langsam anfliegen. Und zeigt Ihnen mal, was in diesem 3-Meter-Modell drinsteckt. Und jetzt passen Sie mal auf. Und da brauche ich gleich Ihren Applaus, meine Damen und Herren. So. Achtung. Nein, jetzt ärgert er mich wieder.
Und Sie sehen, wie extrem eng man mit diesem Modell fliegen kann. Das ist natürlich bedingt durch das geringe Gewicht. So, jetzt hovert er. Und ich hab's gesagt, der Albert kann sie da vorne hören, meine Damen und Herren. Schau sich das an, aber es geht noch weiter. Wir müssen den Jungen jetzt mal ein wenig anfeuern und jetzt hängt sie am Propeller. Schauen Sie an, das Flugzeug hängt in der Luft. Die Top-Roll. Jawohl, Applaus. Der Junge kann sie da vorne hören, alles hinter. Und laut Wiener, synchron, einmal Modell und original. Meine Damen und Herren, das ist wirklich was, was mich selber, ja, ich bin, komme aus der Modellfliegerei, besonders freut. Und das ist Knüppeltime. Jeder Klavierspieler hat natürlich jetzt riesen Vorteile. Albert ist am Rudern ohne Ende und höchste Konzentration. Es gibt Modellflieger jetzt Erdbeergeschmack. Smoke mit Erdbeer. Nochmal Applaus. Und es gibt Modellflieger, die das Seitenruder zum Austauschen haben. Er setzt einmal kurz auf und sagt den Ameisen guten Tag. Albert Winter mit seiner Niki Extra. Und er verabschiedet sich. Ja, du bist dran. So, während unser Albert jetzt seine letzten Figuren an den Himmel malt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können das mit Sicherheit noch lauter nachher, wenn beide hier vor unseren Augen zum Stehen kommen. Es ist einfach begeisternd. Albert Winter, der wirklich in Ameisenkniehöhe oder Bierflaschenhöhe sein Modell so super beherrscht. Ja, auch kein ganz billiger Spaß, wenn das Ding dann einfach mal hinten runterfällt. Also Vertrauen in seine Technik und vor allen Dingen in seine handwerkliche Kunst. So, und jetzt dürfte es oben, 9, vielleicht sogar 10 gehen, senkrecht nach oben, 1, 1,5, 2, 2,5 Rollen im senkrechten Steigflug, knickt oben um 90 Grad ab und geht jetzt über, so wie es aussieht, in einen Knife-Edge-Spin, Messerflugtunnel, eine Umdrehung, 1,5 Umdrehung, 2 Umdrehungen und jetzt rollt er sich wieder bis zu 420 Grad senkrecht nach unten und da stehen wieder 8 G auf der Uhr. Das heißt, das Achtfache seines Körpergewichts. Mit diesem wird er jetzt in den Sitz gedrückt. Messerflug über den rechten Flügel. Jetzt übergehend zu einem sogenannten Chumble. Stößt das Flugzeug mit Querruder und Seitenruder links bei etwa 140 Knoten in diese Linie. Überschlägt sich quasi 90 Grad gegenüber der Anstrebrichtung der Luftkräfte um die Querachse. Meisterhaft geflogen vom amtierenden deutschen Meister im Motorflugflug. Klaus Lehnhag aus Kirchhahn. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es mit Sicherheit gesehen. Er hatte einen großen gelben Aufkleber auf dem Flügel, Licky the Trigger. Einer derjenigen, der es ganz geschickt macht, war unser Klaus Schwabing. Das ist ein Rätesport, der Schwabermelden. Und der hat einen findigen Trick gemacht. Er sponsert sich selber. Er ist der Hersteller der weltbekannten Leki-Skistöcke und Triggerstöcke. Ja, und nutzt natürlich diese große rote Werbefläche dann auch dafür, ein klein wenig Werbung zu betreiben. Sponsoring by himself. Ja, jetzt mit einem Humpty-Bump und einer weiteren Viertelrolle 90 Grad Richtungsänderung im senkrechten Abgang. Und Messerflug über den rechten Flügel. Übergehend mit einer Viertelrolle. Jetzt wieder 7, 8 G auf der Uhr. Ja, er kommt aus dem Wettbewerbskunstflug, hat sich allerdings hier ein Showprogramm allererster Güte zusammengebastelt. Wunderschön eben verdeutlicht durch Paraffinöl, das auf den Eisenhausen aufspritzt. Klaus Lehnhag extra 300 L. 45 aufwärts, antäuschen mit dem Seitenruder und jetzt nochmals zu einem Tumble, zu einer Figur, die im Prinzip nur durch die gyroskoptische Wirkung des Triebwerks, des Propellers auf den Rumpf ausgelöst wird. Unheimlich belastend, minus 6, minus 7 G kommt im Einleitemoment auf diesen Piloten zu. Meisterhaft geflogen von Klaus Lehnhag. Halber, positiver Looping, 45 Grad, übergehend in die Rückenlage, jetzt mit minus 3, minus 4 G aus dem Cockpit gezogen, das gibt richtig ordentlich Streben und eine halbe, super langsame Rolle mit einer Dauer länger als 6 Sekunden, gefolgt von einer schnell gesteuerten Rolle über den rechten Flügel, wieder hinübergehend in einen positiven Aufgang, reißt das Flugzeug mit einem gezogenen und einem ausgeschlagenen Seitenruder links herum, stoppt wieder meisterhaft in 45 Grad. Ja, liebe Gäste, während unser Klaus sich da oben am Himmel austobt, haben Sie die Gelegenheit, unserem Albert Winter mit laufendem Triebwerk Richtung Zuschauer nochmal einen kräftigen Applaus zu gönnen. Albert, wunderbar! Ja, das Smoke-Öl, die Öl erinnert mich da gerade dran, mit Erdbeergeschmack. Da arbeiten die Großen, aber ja. Ja, und jetzt geht es nochmals mit Klaus Lehnhag in die Senkrechte. Eine Dreiviertelrolle. Jetzt stößt er wieder zu einem sogenannten negativen Kappenlauncher, einer Figur aus den 50er Jahren der tschechischen Kunstflieger auf dem Mustang Slim. Wie gesagt, konstruiert wurde diese Figur aus dem Longjomark, eine Figur, die den Namen deshalb trägt, weil Longjomark das Gefühl ist, als hätte man zu viel tschechischen Pflaumenschnaps getrunken. Ja, Chiri Blaha,
Ladislav Mesak, das waren die Erfinder dieser modernen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Maschine ist doppelsitzig. Sie hätten vielleicht mal die Gelegenheit, mitzufliegen und sich das Essen, das Sie genossen hatten, nochmals durch den Kopf gehen zu lassen. Überlegen Sie sich, der Klaus macht sowas. Übrigens sitzt hier oben bei mir auch Angelika Heiß. Das ist eine der Kunstfliegerinnen, der ganz, ganz wenigen deutschen Motorkunstfliegerinnen. Auch sie Pilotin einer Extra, ähnlich wie Klaus Lingard, Dancing Classic Aerobatics. Ja, auch da gibt es die Möglichkeit. Und nochmal, Aufführung des Potter. Da wird er sein Programmer. Klaus Lingard, Extra 300L, Heimat in vier Seiten, jeweils nach 90 Grad, super sauber gestoppt und jetzt rollt er sich wohl in den Gegenanflug, one minute to land. Und dann steht das nächste Akrobatik-Highlight hier vor unserem Augenparat, im Moment abgehoben. Und zwar ein Flugzeug aus dem Jahr 1902, war mal Zweiter bei einer WM. Dann hat es ihn mal bis auf den 13. Platz verschlagen, weil er aus Versehen die Stoppuhr demoliert hatte.